Ninja-Kanonenkugel. Okay. Was wird das wohl sein? Was wird das wohl machen? Schon auf Maximum, toll. Eine Fertigkeit-Materia, die im Synchronisationsmodus mit blablabla eingesetzt werden kann. Toll. Bekommt so einen ATB-Boost. Ob mich das jetzt so reizt, weiß ich nicht. Zumal ich dafür selbstverständlich einen ATB-Boost opfern muss. Haut mich jetzt nicht so um, die Vorstellung an sich. Lassen wir erstmal. So, wohin jetzt? Ah, Aufzug. Okay. Ab zum nächsten Boss. Sie haben keine Zugangsberechtigung zu den Ebenen. Na toll. Ah, toll. Dann müssen wir wohl einen anderen Ausgang finden. Tja. Tja, ich meine, du hast ja hier in der Mitte diese beiden Dinger, die man offenbar begehen kann. Sonst wäre das ja... Ah ja, okay. Zack, siehst du? Ob wir hier irgendwie rüberklettern können? Irgendwie geht das schon. Oder hoch? Hoch. Ah, Ebenenwechsel. Sehr raffiniert. Also hier riecht's ja mal gar nicht nach Materia. Ich glaube, wir müssen weiter nach oben. Ja, ich versuch's da mal, Madame, ja? Immer mit der Geduld, bitte. Na, eine Schalaleife. Das... Oh. Das dürfte mich vor allem beschützen, was es so gibt, wenn die Schleife dem Original entspricht. Jetzt bin ich mal gespannt. Verhindert Zustand... Erhöht die Resistenz gegen Unterbrechung vom Einsatz von Magie. Finde ich auch mega. Es sollte generell keine Unterbrechung geben, finde ich, in dem Spiel. Das ist ja einer meiner Hauptkritikpunkte an dem ganzen... Am ganzen Spiel einfach. Am ganzen Kampfsystem. Gibt nur Kraft dazu, das Ding, ne? Der Reif, der Kraft. Ich meine, ich hatte bisher keine Resistenzprobleme hier groß, aber ich nehme es mal rein. Falls die Schleife kommt, dann wird es schon Grund haben. Dann gibt es bestimmt bald Situationen, wo die mir behilflich sein wird. Ich finde es übrigens wieder mal ekelhaft, dass es Schleife heißt und nicht Schmuckband im Originalspiel. PC-Version. Schleife klingt doof. Ribbon. Ich meine, klar, das ist der englischen Übersetzung nach korrekter. Aber es klingt doof. Schmuckband. Viel cooler, viel mächtiger. Volantarmband. Und wieder was zum Ausrüsten. Aber das ist diesmal ja eins hierfür. Ein dreimal so viel FP. Ich meine, du hast nur einen einzigen Slot, aber dreimal so viel. Okay. Ah, da gibt's ja... Der muss ja dreimal so viel geben, weil ich dann nur eine Materie statt drei drin haben kann, ne? Und ich habe hier bereits einen FP-Boost drin für das da. Aber hab nebenbei noch Gebiet, was gelevelt wird, auch erhöhterweise durch den... Nee, glaube ich nicht. Ich habe ja gar kein erhöhtes Ding, ne? Das war meine Waffe, die es hatte. Jedenfalls schön und gut. Aber ich denke, ich verzichte trotzdem darauf. Sofern ich keine Grindungsmöglichkeit finde, um gezielt hier meinen TP-Boost zu leveln, halte ich es für erstmal weniger sinnvoll. Da steht ein Soldat rum. Also ein Soldier Guy. Oder? Ach, Klasse 3 bloß. Aua. Aua, aua. Aua. Nimm das und das und das und jenes. Ihr fiesen Soldaten. Aua, aua, aua. Chakra, ich will ein bisschen heilen. Aua. Aua. Aua, aua, aua. Kameraprobleme, nicht gut. Finde ich auch nicht nett von euch. Wirf mal! Feuer, Feuer, Feuer! Ein Gebet wäre fällig, würde ich sagen. Was fang ich nur mit dir? Zack, 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 zack. Ja! Nimm das und das und das und das und das und stirb und stirb. Materia ist übrigens wieder gefunden. Intelligentes Blocken. Juhu! Weil ich niemals schaffe, aber ich hab's. Das ist toll. Lass meinen Kumpel in Ruhe. Obwohl, greifst du ihn an. Das ist auch in Ordnung. Ich kann nämlich nicht auf mich konzentrieren. Und Schockanfälligkeit aktiviert. Und Super Furikazan. Oder wie das heißt. Und Level up.
läuft wieder mal bei mir. Hui. Ist hier irgendwas zum Einsammeln, bevor ich hier rumlaufe und was übersehe? Ich meine, da ich hier Truhen, aber das nehme ich auch. Sieht nicht so aus. Hey, wir haben Soldier besiegt. Ich meine, es kann nicht jeder Soldier so wie Zack sein, so stark. Ich meine, wir wissen damals, als wir mit Zack Soldier Class 2 wohlgemerkt im Wutai-Krieg waren, haben wir alles niedergerockt an Wutai-Ninjas. Und jetzt bin ich ein Wutai-Ninja, mal das andere, das Gegenteil davon, irgendwie ein bisschen irritierend. Man hat offenbar einfach immer den Stecker gekriegt, dass man gerade den Charakter spielt. Das ist das ganze Ding dahinter. Ja, ich bin da, glaube ich, was ganz heiß auf der Spur. Das wollte ich gerade gucken, ich weiß es nicht mehr. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte mal genau gucken, wie das... wo war denn das? Doch, hier war das gewesen. Ich wollte mal genau... Wie ich diese effizienten Dings da, blups, bla, auslöse. Präzise Abwehr. Okay, Abwehr, nicht ausweichen. Ich muss wirklich abwehren. Okay. Was andere? War es auch Abwehr oder war es ausweichen? Nee. Auch blocken. Also tatsächlich, ich mache mich ganz viel ausweichen, aber ich muss tatsächlich eher blocken. Um meine Synergieeffekte quasi zu kriegen. Und nicht ausweichen. Ganz wichtig. Das sind so komische Geräusche, habe ich eben gerade schon bemerkt. Das ist ein Schmier da gewesen, als wenn was hinter mir her schlürfen würde. Bist du das so nun? Klingt so komisch. Ihr hört das, ne? Das ist so, wenn er läuft. Als wenn die Gehgeräusche mir total hochgepitcht werden vom Sound. Okay. Komisch. Irritiert und komisch. Hüpf. 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 Da sind wir wieder. Bereits zum... Ah, die kenne ich auch noch. Ich glaube, die hat mir auch im Hauptspiel besiegt, oder? Aber natürlich aus Original kann ich sie, ganz klar. Ich bin mal da so frei. Wirkungslos, hammergut. Dann machen wir eben... Oh, oh. Ich bin sicher, jetzt auch anfällig gegen Gewitter. Oh ja. Wirf! Falsche Richtung. Falsche Richtung schon wieder. Auch wirkungslos. Auch. Okay, cool. Das ist nicht so schön, wenn alles wirkungslos ist, aber es ist nicht so schlimm. Wir probieren was Neues. Wer hat der vorher normal gehabt? Jetzt haben wir mal eben auf Feuer. Au. Ich soll extrem verringerten Schaden durch Blocken haben? Ah, perfekt geblockt, siehste. Ganz ehrlich, ich blocke für 300 Schaden. Blocken an sich soll ich Schaden schon verringern und ich habe dann die höchste Stufe zu verringern noch durch extra Materia und trotzdem nehme ich so viel Schaden. Das kann irgendwie nicht sein, oder? Wie schwach ist denn Blocken eigentlich im Spiel? Und wie schlecht ist das Spiel durch schon wieder? Also ich sag's nur mal ganz offen und ehrlich. Das geht doch so nicht. Schockanfälligkeit, hä? Wie doof von dir. Und geschockt. So. Stark Magie, Gattis. Ja, besser ist das. Feier! Ich muss wahrscheinlich dann hier links durch, ne? Mehr scheint es hier nicht zu geben. Ich gucke auf die Karte mal ganz nichts drauf, aber. Ne, das passt schon. Das Ding ist lila. Waffe? Ultimative Waffe? Vielleicht für ihn, für mich nicht. Der Dämonenstab. Ach, siehst du, er muss ja... Habe ich natürlich völlig vergessen, wieder seine Sachen zu machen. Aber er muss ja auch Gegner besiegen. Hätte er aber eben bei den Gegnern ganz gut schaffen können, denke ich mal. Ärgerlich. Aber der scheint auf Magie aus zu sein, was mir bei ihm, glaube ich, nicht viel bringt. Aber ich level das Teil mal eben ganz kurz, um zu sehen, was da für Potenzial drin steckt. Vielleicht werde ich ja überrascht und der ist doch ziemlich cool. Sieht aber erstmal lahm aus. Wobei ich jetzt eine Spezialfähigkeit jetzt nicht überprüft habe. Produzieren einen Limit Boost. Nehmen wir gleich rein. Nein. Aufladen von. Naja. Das zum Limit Boost. Das ist ATB-Leiste. Name ist irreführend. Aber ja, viele magische Attacken. Aber Auto-Heilmittel klingt auch ganz nett.
Wo war es gerade? Jetzt bei negativen, ja, nee, das habe ich ja nicht so oft. Jetzt sowieso nicht mehr, weil ich bin ja jetzt mit meiner Schleife eh gefeit gegen sowas. Materia-Slots. Verbindung. Egal, was ich mache, es verbindet zuerst und danach kommt der nächste dazu, wie es aussieht. Naja. Schade. ATP of Lyle ist nicht verkehrt per se, sowas zu haben. Haut mich jetzt aber nicht so um, weil ich sagen würde, ja, ich muss dringend wechseln. Zumal ich jetzt auch noch ein, zwei Punkte übrig habe. zu investieren. Den auch ein bisschen aufpeppen dürfte, nehme ich an. Ja, hab noch ein neues Slot dazu bekommen. Sehr nett. Physische Attacke kann ich noch nach oben machen. Ich weiß, ja, Block mal im Sinn hat, weil ich nicht weiß, ob er blockt. Oder wie gut er blockt. Also das ist echt Käse wieder mal. Materia Slot muss nur ein Verbindungsding sein. Ja, natürlich. Machen wir. Das ist gut. Das ist mehr wert als der Rest, glaube ich. Weil wenn du halt ATP hast, hast du ATB und dann kannst du Dinge tun. Sonst nicht. So klar erklärt sich das Ganze. Aber hier war 566, 555, 756. Okay, der ist ja noch ein bisschen krasser hier tatsächlich. Bei Yuffie? 5. Ach, mal habe ich ja 9 bekommen. Habe ich jetzt 4 bei dem Anfangsteil. 5565. 567. 555. Ich habe ja aber hier 4. Also, es hat theoretisch natürlich auch wieder mehr Potenzial da drin. 2 neue Sphären, seit ich letztes Mal hier reingeguckt habe. Sehr schön. Lange nicht benutzt. Präzise Abwehr, ATB-Boost, zusätzliche Materia-Slots. Natürlich. Aber richtig megamäßig ist es hier nicht, was dazu kommt. Sprunggriffe, Materia-Slot hinzufügen. Ach, guck mal. Sogar hinzufügen zuerst, dann verbinden, das ist nicht so wichtig. Attacke nach oben. Vielleicht eines Tages nutze ich auch wieder mal die Anfangswaffe. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. DP-Maximum ist auch nicht verkehrt. Stelenboost, Materia-Slot. Oh, hier bestimmt. Moment, warte. Dann habe ich ja auf jeden Fall, weil ich jetzt noch 2 Materia-Slots habe, kann ich hier auf 5 hochgehen. Damit wäre es irgendwie ziemlich interessant. Ein Slot mehr als meine andere Waffe gerade. Aber ich bleib mal noch ohne. Ne, hier Materia-Slot ist da, genau. Hier ist auch noch Materia-Slot. Bekomme ich noch 2 dazu, heißt das. Ich habe jetzt 3 Materia-Slots, die ich dazu kaufen kann. Da kann ich ja maximal eine Verbindung haben, weil, ne, ist klar, rein logisch betrachtet. Das ist wieder ziemlich cool. Da habe ich hier tatsächlich 6 Slots. Jetzt offenbar in dem Sinne ihre eigentliche Waffe, die Ultimative, die sie haben kann hier. Was ich ganz cool finde von der Idee. Wobei, ist halt Ansichtssache, ne, was die Ultimative ist in dem Fall. Aber okay, ist egal. Zieht die Aufmerksamkeit eines schwachen Gegners auf sich bis Yuffie in dem. Okay. Macht er doch quasi provozieren schon. Das habe ich ja dann doppelt gemoppelt drin irgendwie. Warte, mit Kampfgeist muss er töten. Merken. Mit Kampfgeist töten kann ich Waffe wechseln bei Gelegenheit. Nur mit Kampfgeist geht das Ganze hier. Komme ich da durch? Nein, ist rot. Komme ich da lang? Wahrscheinlich auch nicht. Noch so ein Aufzug. Ach, hier wäre ich gelandet, wenn ich gleich hochgefahren wäre. Sieht auch ganz genauso aus wie unter mir. Geht das noch weit nach oben? Na, zumindest eine Etage noch, wie es aussieht. Los geht's. Tipp, tipp, tap, tap. Mach irgendwas. Okay. Copy and Paste Design. Yeah. Voll gut. Warte auf mich, meine geliebte Materia. Gleich bin ich bei dir. Naja. Oh, komm, jetzt doch nicht hier hochgelaufen. Sieh an, was haben wir hier? Eine Schatzkammer voll Materia? Kannst auch nur ans eine decken, Yuffie, ne? Oh, ich komm doch hier hoch. Okay, da kann nicht so aus. Ja. Ach, das Nebenquest, dann gehe ich natürlich dahin. Das wäre genau andersrum gewesen gerade. Los geht's. Gib mir Materia. Tippe, tippe, tippe. Ich weiß nicht, was ihr da tippt. Offenbar hat sie gewissermaßen Hacker-Skills oder was. Identifikation erfolgreich. Muss ja wohl. Zugang zum Trainingsbereich für eine Person gewährt. Bitte zum Eingang vortreten. Eine Person, was? Was soll das denn? Ich will nicht trainieren. Ich schon. Ich will Materia finden. Ich
finde Training klasse. Du hast die Ansage gehört. Nur für eine Person. Sei vorsichtig, Chefin. Das macht die auch noch? Ich meine ganz ernst. Ach, Kistenkick, toll. Die können doch nicht davon ausgehen, dass sie tatsächlich trainieren können eigentlich. Aber es ist offenbar so, aber trotzdem. Kooperation, Boost und Schock. Ja, alles nicht so der Hammer, aber ich mach Kistenprügler immer wieder gerne. Los geht's.